Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda. Oh Gott, ist das laut. Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir uns angefangen, in dem Gebiet hier umzugucken. Haben ein paar neue Taktiken und sowas rausgefunden. Waren in einem Brunnen, durch einen Brunnen in den Untergrund geflogen, was auch immer. Ja, und sind jetzt auf dem Weg. Oh, da ist. Guck mal, da rechts ist eine Dingsi. Aber das wollen wir nicht sammeln. Da ist eine Sternschnuppe. Ja, aber dann müsste der Brunnen ja auch zu den Brunnen zählen. Brunnen zählen. Du musst die weiter vorbewegen, sonst kommst du ja nicht hin. Will ja nicht direkt, wir fangen jetzt einfach hier an. Ja, klar, aber nicht, dass du gleich wieder beim Turm bleibst. Hier waren noch ein paar Ruinen. Da ist noch ein Brunnen. Ah, Brunnen, meine Freunde. Guck mal bitte, bevor du reingehst auf die Karte, ob man den erkennt. Nein, nicht wirklich. Könnt ihr jetzt nicht sagen, was da von der Brunnen ist. Alla Leute, ich bin Brunnenliebhaber Nummer 1. Wenn es ein Brunnen gibt, Frage ist, ist es überhaupt ein betretbarer Brunnen? Ach, sicherlich. Frag das doch gar nicht. Gut, mach ich nicht. Das ist nämlich hier noch ein zweiter. Die wollten dich nämlich ver... Ey, das zählt aber als Brunnen. Es muss hier noch einen zweiten geben. Sonst würden die nicht als Brunnen anerkennen. Wobei, ich bewege sie bitte aus. Du kannst auch nicht sie mit allen aufnehmen. Ich weiß ja nicht. Oh, benutzt mal so eine Helligkeitsding. Vielleicht haben die Angst davor. Ja, du hast es kombiniert. Das hat mir nicht funktioniert. Unser Bogen. Ja, ist mir egal. Ich will die jetzt töten. Ja, ist nicht in Ordnung. Mach mal Eis, dann kannst du vielleicht draufhauen. Ja, ist wahrscheinlich nur einer dann. Probier's aus. Ja, nimm den schlechten. Ja, so halt. Alle stehen bleiben. Interessant. Na, nicht ganz. War nah dran. Komm noch zweimal drauf, dann sind sie tot. Sehr gut. Nein, noch nicht. Jetzt. Nein! Was? Bin ich verwirrt. Ich glaube, der muss warten, bis er stirbt. Scheint so, als würde er sich regenerieren. Nein, das wäre nochmal mehr, das wird nichts. Muss doch schön feilen. Ganz sicher? Ja. Guck doch mal, der kommt wieder. Das kannst du keinem erzählen. Vielleicht war es auch zu langsam, um die Letten zu töten, aber ich weiß nicht. Die Herzen wieder. Ich glaube, die kommen automatisch wieder dann. Also wenn du diese Flammendinger runterwirfst, einfach nur, kriegen die davon auch schon. Na ne, warte, es wird jetzt eh hell. Dann kriegen sie aber. Jetzt ist genau die Zeit, wo es hell wird. Das, dass die jetzt sterben. Fresst einen Apfel. Ja.
Okay, ich weiß nicht. Guck mal in die Decke. Hotel? Das Hotel. Ja, da hinten der Baum ist aber auch. Ja, komm. Ach, jetzt sind wir wieder Heilung, bestimmt. Da hätten sie bestimmt einen Kroggi, oder? Ah, da ist auch noch ein Baum. Die zeigen irgendwo hin, oder? Jetzt zeigt er nirgendwo mehr hin, toll. Guck mal, der zeigt doch darüber. Ist das eine Höhle? Ich weiß nicht, ob der wirklich irgendwo hin zeigt. Mann, ich wollte den anderen auf dich werfen. Hast du schon so oft versucht? Wir können auch an der Wand einfach gucken, wenn da nichts ist, ist da nichts, aber ich hätte gedacht, vielleicht ist das ein Hinweis. Ja, hier ist nichts. Sicher? Ja. Kein Stein, den man kaputt machen kann. Ne, ja, sieht ja anders aus. Ja, gucken wir uns bei den Ruinen das nochmal fertig um, weil die haben uns ja aufgehalten. Ja, ist erstmal die Matsche. Müssen wir auch mal ein Kochvideo kochen, oder? Na. Geile, dubiose Matsche. Kann auch schmecken. Ich weiß ja nicht. Also ich finde Kartoffelbrei ist auch dubiose Matsche. In dem Fall kann es schmecken dann, ja. Jetzt habe ich Leute wütend gemacht. Nee, ich mag Kartoffelbrei allgemein nicht so sehr. Oh nein, da hinten ist der Papa mit seinen Söhnen. Hier müssen Crocs sein. Keiner kann mir erzählen, dass hier nichts ist. Vielleicht ein Brünnchen noch. Vielleicht ist es aber auch nur eine Fantasie-Idee von mir. Alter, so viel Rüstsachen. Die Rüstgönnung. Und Barsch. Die Rüstgönnung. Ja gut, dann gehen wir mal in Richtung Rot. Oder? War das die richtige? Ich weiß es nicht mehr. Wenn die da in diesen Baumkreis rein, aber... Ja. Und der eine hat Elektroschlems dabei. Hm. Müssen wir wirklich kämpfen. Das ist auch sowas, was die Parts unnötig in die Länge zieht, wodurch weniger passiert, was es gut ist. Ach, du bist doch doof. Aber ist doch so, was wollen wir da? Spaß haben. Ich hab keinen Spaß, wenn der Part unnötig in die Länge gezogen wird durch was nicht so viel bringt. Hä? Ach, ich dachte, der... Oh, da oben ist ein Stall. Oh ne, das ist ein Krog. Oder? Wer sind Sie denn? Eine Händlerin? Oder ein Händler? Der arme Stall. Welcher Stall? Hier war mal ein Stall. Wo weißt du das? Ja, darum, weil ich das schon noch weiß. Ach Gott, guck ihr mal bitte ins Gesicht. Ich will wissen, wie alt ihr ist. Das ist ja wie in Hyrule-Stadt. Ah, na, ich bin hier nicht auf dem richtigen Weg nach Athene. Nachdem ich mir von der Gerudo habe zeigen lassen, was das geht. Wie das geht, habe ich extra viele Sandtropenstofftiere gehäkelt. Oh, guck mal da. Flüchtier. Und die wollte ich dann an die Kinder in der Athene-Schule verteilen. Es wird mich so glücklich machen, wenn ich sie... Was, wenn sie sich über die Stofftiere freuen, aber... Ich habe die Angewohnheit immer... Was andere immer recht streng anzublicken. Das sind schon Kinder in Tränen ausgebrochen.
Ja, ich hab's. Ich muss einfach nur fleißig üben, die Geschenke mit einem breiten Lächeln zu überreichen. Guten Morgen, die Frau mit dem Sandrock ist da. Da fehlt noch etwas, das gewisse Etwas. Ein kesser Spruch, ein kindgerechtes Wortspiel. Noch einfach so. Sandigen guten Morgen, hat schon gerobbelt. Puh, irgendwie peinlich, oder? Aber um die lieben Kleinen eine Freude zu machen, muss ich da wohl durch. Machst du da? Ach, nö. Ach Jan, warum erschreckst du sie denn auch? Jetzt musst du alles wieder einsammeln. Hab ich mich erschrocken? Schleiß dich doch nicht so an. Ah, jetzt sind meine ganzen Sandtropfen und Stofftiere überall verstreut. Es war eine Riesenplackerei, 10 Stück von den Dingern zu häkeln. Und jetzt soll ich sie auch noch wieder alle einsammeln? Machen wir. Ah, das hätte ich doch gar nicht erwartet. Dann wirf sie bitte zurück auf den Wagen, ja? Wenn du alle 10 zurückbringst, kriegst du kleine Belohnung. Aber denk daran, dass du alle erwischen musst. Mittendrin schlapp machen gilt nicht. Also, der Wagen ist da vorne. Packst du auf die Ladefläche, dass sie nicht runterfallen, ja? Als kleine Motivationshilfe werde ich dabei deine Zeit messen, in Ordnung? Nein. Sekunde noch. Du würdest sicher niemals auch nur daran denken, die eine davon einzustecken. Oder? Wenn du deine Sache gut machst, kriegst du garantiert eine Belohnung. Aber wenn nicht, ja, dann stehe ich dumm da. Darum bräuchte ich jetzt brauche ich auch noch Geld, dass ich deine Sachen einsammle, du doofe Kuh. Du hast sie runtergeschmissen. Insgesamt sind 10 Stofftiere runtergepurzelt. Pack sie möglichst ordentlich auf die Ladefläche. Ja, wenn sie über die Kante hinausragen, fallen sie nur runter. Jetzt so aufheben oder muss ich das mit dem Modul machen? Mit dem Modul. Ich glaube, du musst sie mit dem Modul reinmachen. Ich glaube, das geht schneller. Aber ich weiß nicht, ob es geht. Ja, das geht. Kann man die alle zusammenkleben und alle auf eins rein? Das ist eine gute Idee. Ja, jetzt doch nicht. Beim Einsammeln, meine ich. Das ist ein Pilz. Alle. Und da drüben ist noch eins und dann hast du alle. Wie, du hast alles schon gesammelt? Das ging ja schnell. Oh, gleich sagt die du musst unter 30 schaffen oder so. Super, danke dir. Du hast im Handumdrehen alle wieder eingesammelt. Also, hier ist deine Belohnung. Deine Kaution bekommst du auch zurück. Aha. Ich werde jetzt weiter mein Lächeln, ich meine, ich habe was zu tun. Also, lass mich gut bis dann. Na, du kannst dich bestimmt nochmal erschrecken, dann kannst du es nochmal machen, aber nein. Lieber nicht. Versuch die gar nicht erst zu klauen. Die will ich auch gar nicht. Man weiß ja nie. Kannst du aber theoretisch. Hey, was machst du da? Was soll der Unfug? Kannst du dir das bitte verkneifen? Stell dir mal die beiden Kinder vor, die deinetwegen kein Stofftier kriegen. Ich werde jetzt weiter, mein Lächeln. Ich meine, ich habe was zu tun. Lass mich in Ruhe. Gut, dann gehen wir mal los. Da vorne ist der Schrein. War der wirklich so weit weg? Ich habe den ja ganz anders eingeschätzt. Da sind sie auf dem Pferd unterwegs. Und immer noch kein Typ, der ein Schild aufstellt. Das ist ein Skandal. Was sitzt der eine im Wagen und der andere zieht ihn? Hm. Oh, das ist ein Gerudo. Aber Gerudos sind doch eigentlich gut im Kämpfen.
Er ist ja sogar fast tot. Der andere Pfeil liegt auch noch da. So. Nein, immer die. Du hast eine Breite. Oh Gott. Keine Monster mehr da. Gut, denn die machen nichts als Ärger. Ah, hier als kleines Dankeschön. Ja, ja, der Kataklysmus. Der beste Ausgangspunkt ist ein hoher Ort. Ah, ja, ja. Hä? Och, sag mal. Ihr kriegt sie gleich wie Neues zum Bekämpfen. Alter, eine Hütte. Eine Hütte, da waren wir noch nicht drin. Jan, willst du einziehen? Nee, muss nicht sein. Ich würde dir auch das erste Einzugsgeschenk schenken. Oha. Voll, ey. Ihr Arschlöcher hier. Können wir da bitte einfach in den Schrein gehen? Da steht ein Schild. Ach, ein Schild. Ruf mal Pferdli. Pferdli ist nicht hier. Näher dran als auch da anders. Vielleicht kommt er ja doch. Oha. Oha. Direkt hin zu ihm. Es ist ja Jahre her. Was denn? Was denn, was? Kommt der aus dem Gras? Nein, die schrecke Foto. Kann man also auch so Dinger holen? Was ist dein Plan? Das ist so groß. Sie ist aber wohl. Warum hat er das so doppelt dumm dran? Hä? Es ist ja Jahre her, seitdem wir uns gesehen haben. Jahre. Mach doch einfach so ein Ding als Stütze dran und dann hält das. Dann kannst du das Holzstück auch schräg hinstellen. Oder so als Stütze, das geht auch. Nur, das ist ein bisschen zu hoch. Ja? Könnte halten. Mach aber jetzt wirklich so einen Holzpfeiler noch darunter, oder? Als sicher. Oh. Als ob das hält. Beim letzten Mal mit den Kerzen gerade, das ist immer nur so. Guck, da hast du es mal wieder gehabt. Geld. Schleichpilzreisbällchen. Und ein Qualmerling. So, gehen wir noch ins Schreinchen rein. Das ist auch ein guter Part. Der ist so mitten im Nichts. Kyujoyu-Schrein. Ich glaube tatsächlich, dass die Wurzeln direkt über den Schrein liegen und die Schreine die Wurzeln rückwärts sind. Oder andersrum. Müsste man mal drauf achten. Spiel mit dem Feuer. Aber Kinder sollten nicht mit dem Feuer spielen. Soll er ganz klein werden? Soll er wechseln? Will hier rein. Das habe ich gar nicht gesehen. Oder kann man abdüsen? Da ist Stacheln und da ist die Truhe, die wir brauchen. Ach, wir nehmen den Block einfach mit runter. Und dann kommst du zur. Kannst du den auch früher festhalten? Ah, sinnvoll.
Dafür muss aber der andere Block erstmal kaputt werden. Und du sollst es hinlegen, glaube ich, und nicht so wie du es gerade gemacht hast, oder? Kannst du den überhaupt nehmen? Oh Gott, ja, nee, eben kannst du eben nicht. Ja, so reicht es. Du kannst es doch schräg hinstellen. So schräg an die Wand angelehnt, oder nicht? Nee, nicht so. Aber so geht's. So geht's natürlich auch. Ja, wie können wir die jetzt zerstören? Okay. So, kannst du jetzt da rutschen lassen. Aber reicht das schon? Oder brauchen wir diese Platte auch? Ich würde die Platte auch mitnehmen, tatsächlich. Hätte ich auch. Kannst du auch rutschen lassen. Mal. Was? Wie viele von den Blöcken gibt's? Kannst du ja eine Treppe bauen aus Blöcken, wenn du einen höher hast und einen kleiner. Na gut, nee. Dann nehmen wir das mit, los. Das können wir als Surfbrett nutzen, um runterzukommen. Ja. Was machst du? Gott. Also wenn du es so machst, dann fliegt das Ding ohne dich weg. Ah, Glück. Wenn sie überhaupt rutschen kann. Nö. Kannst ja trotzdem. Ja. Hä? Was ist da für eine Physik? Sauerei. Wo ist denn der Block ist doch hier unten? Da hinten. Die Frage ist, ob wir wirklich einen hin kleiner machen müssen. Können wir die Blöcke nicht hochklettern? Oh doch. Da war ich mir nicht sicher, ob das geht. Vor allem bei Eis. Zerstampft dich nicht, ja. Nur ein bisschen. Eine Sonanium-Lanze. Lanzen hat man lange nicht. Denn diese verrosteten Helden baden, aber die sind doof. Jetzt ist der andere wirklich weg. Wir gehen gerade zurück. Wo muss man denn hin? Ach, wie soll ich denn? Na, was machst du? Achso, der Knopf kann nicht nochmal aktiviert werden. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Steinplattform wirklich hätten mitnehmen müssen. Wir können ja mal hoch, ist doch kein Problem. Wir müssen die Plattform da drauflegen. Es kommt dann noch ein Eisblock, ne? Wenn du den anderen kaputt gemacht hast, ja. Du meinst, du musst die Plattform auf das Eis legen, damit ja. Er runterkommt? Denke ich. Ja, das ist nicht schwer. Du musst halt den einen erstmal zerstören, den kleinen hier. Oder? Weiß gar nicht. Eben waren es ja drei gleichzeitig. Einen habe ich ja gerade schon kaputt gemacht. Hat zur Sicherheit. Du machst doch gerne Dinge kaputt. Warum kommt kein neuer? Hallo? Vielleicht muss man die doch kaputt machen, aber vielleicht, hä? Ich glaub's nicht, dass es eine Lösung gegeben hätte, das Ding da irgendwie anders runterzuschmeißen. Ne, das ist der Eisblock, der hier ist. Mach den nochmal kaputt.
Schmeiß ihn runter oder keine Ahnung wohin, aber. Das war nur dafür da, dass du hier das öffnest. Ich glaube, der Eisblock ist respawned, aber das ist der von oben. Und deswegen musst du den kaputt machen. Ja. Oh, danke, ey. War doch jetzt nicht so schwer. Nee. Ja, so musst du es jetzt einfach da drunter schieben. Am besten mit der Platte voran. Dreh das nochmal. Gott. Machst du? Ja, was? Ich muss einfach nur hier den Knopf drücken, ja nicht. Ja, da muss der Eisblock zwischen. Deswegen sag ich ja, du solltest mit der Platte vorangehen, dass das nicht den Eisblock trifft. Da, wo die Seite halt übersteht. Genau so. Ich dachte, das Gewicht von der Platte selber reicht. Na. Platte ist wohl zu schmal. Was auch zu schmal ist, sind die Leute, die unseren Kanal abonniert haben. Das solltet ihr tun. Und in der nächsten Folge noch unser Legend of Zelda Tears of the Kingdom wieder einschalten. Da werden wir dieses Gebiet schön weiter erkunden und demnächst auch über diese Klippe da kommen, diesen Felsspalt. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und ein Like da lassen, dann geht's auch bald vielleicht in den Himmel. Tschüss. Tschüss.